wieder begrüßt uns in Sunshine State, Florida. Ein neuer Morgen. Wir sind schon wieder im Park. Diese Reise ist ja, wenn man unseren Roadtrip damit vergleicht, ein bisschen anders oder ein bisschen sehr viel anders. Der Tagesablauf ist ja, wenn man die Parks besuchen möchte, eigentlich immer gleich. Nämlich wie das immer gleich. Wir haben eigentlich sehr viel Abwechslung, würde ich sagen. Wir gehen mal in Islands of Adventure und mal in Universal. Was vielleicht gleich ist, ist das Wetter, die Sonne. Ich meinte eigentlich jetzt, wir haben immer dasselbe Hotel. Wir frühstücken, dann gehen wir zu Fuß hier zu Universal hin. Dauert ja eine halbe Stunde bekanntlich. Und dann ist man so bis mittags oder bis zum frühen Nachmittag im Park, bis man nicht mehr aushalten kann vor Hitze. Dann gehen wir wieder zurück, machen was anderes. Ja, es ist halt dann nicht so abwechslungsreich wie so ein Roadtrip, aber man erlebt hier jede Menge. Was haben wir denn heute vor, Johnny? Ja, ich würde sagen, hauptsächlich die Achterbahn fahren, oder? Ja, wir wollen heute erstmal zum Island of Adventure Park, da sind wir auch hier schon drin. Und jetzt gehen wir erstmal gucken, ob wir noch ein paar Rides finden, die wir noch nicht gemacht haben. Bevor wir dann wieder uns auf die Rides stürzen, die uns gut gefallen. Ja. Das ist der Plan. So, das sind wir gerade gefahren. Dr. Doom 4 heißt das. Ist was von Marvel. Und man wurde da nicht wie bei so einem Freefall Tower fallen gelassen. Man wurde hochgeschossen und dann hat sich das so ausgependelt. Also war schon heftig. Warten wir hier eine Dreiviertelstunde. Wie heißt das mal die Bahn? Es ist ein Jurassic Park Ride, also eine Achterbahn. Genau, und zwar die neueste aus dem ganzen Universal Park. Bin sehr gespannt. Sieht sehr gigantisch aus von außen, muss ich mal sagen. Geschafft. Jetzt haben wir unser Pflichtprogramm durch. Das war jetzt die letzte Achterbahn, die uns noch gefehlt hat hier im Park. Und ich muss mal sagen, für mich war es auch die beste Achterbahn. Also man fährt wirklich eine längere Strecke über Kopf, wird mehrmals beschleunigt, sehr hoch. Ja, also ob es jetzt das Beste war, kann ich nicht sagen, dass hier so viele unterschiedliche Sachen gibt und ich das nicht vergleichen kann, weil ich glaube, was mir insgesamt am besten gefällt, ist einfach die Harry Potter Rides. Ich mag das, also für mich ist es ja, das ist ja in Deutschland, wenn es so ist, nicht wirklich sehr realistisch. Ich mag diese Illusionfahrten, wo man im Geschehen, im Film drin ist.
So, jetzt sind wir hier bei den drei Besen. Hier kann man was essen. Ich trinke hier nur was, weil ich brauche erstmal was zu trinken. Wenn der Hals so trocken wird, weil es draußen so warm ist, kann ich mich eh nicht auf Essen konzentrieren. Und dann kann ich erst recht nicht was Warmes essen, weil dann, ja, es ist der Hals wieder trocken. Und ich brauche eine kühle Erfrischung. Ja, und was wir zum ersten Mal jetzt machen, ist nämlich das, dass wir hier im Freizeitpark was essen. Das haben wir noch nie gemacht sonst. Und weil John ja Harry Potter so gefällt mit der ganzen Atmosphäre hier, haben wir gedacht, wählen wir auch ein Restaurant aus, was mit der Thematik zu tun hat. Die drei Besen kommt ja auch in Harry Potter vor. Wir haben uns einen Eistee bestellt und ich habe mir so eine, was war das auch nochmal, Ribs und etwas anderes noch bestellt. Für insgesamt $28. Schon mal sehr gut aus, finde ich. Und auch der Eistee hier, sehr verlockend. Raspberry Taste, absolut lecker. Ich liebe ja Maiskolben. Und die passen auch total zu dem Essen, was ich hatte. Und für den Preis von, wie teuer war mein Essen jetzt, glaube ich, $16 oder $17. Kann man echt nichts sagen. Also dafür ist der Freizeitpark, sondern das Essen war auch wirklich total lecker. Und jetzt geht's mit dem Zug, mit dem Hogwarts Express in die Winkelgasse und ja, wir stehen hier ganz vorne, bedeutet, wir können einen Fensterplatz einnehmen. Ich freue mich. Und das Ganze ist hier trotz der kurzen Wartezeit immer noch kürzer und angenehmer, den Park zu wechseln. Aber jetzt fahren wir sozusagen in den Universal Studio Park, als wenn wir das zu Fuß machen würden. Das ist also wirklich eine super Sache und top thematisiert. Wir fahren also jetzt eigentlich nach London. King's Cross. Richtig. Es ist mal wieder soweit. Die Mittagshitze hat ihren Höhepunkt erreicht und wir werden jetzt uns auf den halbstündigen Heimweg machen durch die noch viel größere Hitze am Highway am Interstate entlang. Ja, und die maximale Fülle ist auch erreicht. Das ist der Grund, warum wir jetzt zischen. Ja, heute Samstag ist es wirklich sehr voll heute. Aber egal, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen den Pool genießen am Hotel, ein bisschen relaxen und dann mal sehen, was wir heute noch so gegen Abend unternehmen werden. Wissen wir noch gar nicht so genau. Förderrolltreppe hat den Geist aufgegeben. Da bewegt sich gar nichts mehr, nur noch wir in der Hitze.
dürfen gar nicht meckern eigentlich. Wenn ich jetzt so bedenke, wie es jetzt gerade in Deutschland wäre, da wäre man über diese Temperaturen sicherlich hoch erfreut. Wenn wir zurückkommen, werden wir erstmal das große Frieren kriegen. Falls der Frühling nicht doch noch eintrifft, oder? Ich red lieber nicht, ich spare meine Kräfte. Und warum muss ich immer beim Leiden gefilmt werden? Weil du... Ich hab mich erschrocken, ey. Genau deshalb. Das Beste an dem Fußweg, den wir zurücklegen, finde ich immer diese Stelle hier. Hier ist nämlich dieser, so ein ganzer Bambuswald. Alles mit diesen dicken Bambusstäben. Finde ich voll faszinierend. Bei mir ist es die Ankunft. Echt was Besonderes. Johnny, weiter geht's. Jetzt kommt die schlimmste Stelle vom Rückweg. Größte Hitze an der Interstate, die wir gerade erreicht haben. Und es geht dazu auch noch bergauf. Noch was zu sagen? Nö, aber danke für die Erinnerung. Trotzdem haben wir uns entschlossen, hier vorne an der Ecke gleich, naja, was heißt gleich, in ein paar hundert Metern, da gibt es einen Walgreens, eine Drogerie, die hat immer auf, den ganzen Tag, was zu trinken zu kaufen. Noch was zu sagen? Und da ist er schon, wie eine Oase in der Wüste, Walgreens. Right. Den nehme ich. Leckeren Orangensaft. Gekühlt. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Gut, dann geht's weiter. Es ist wirklich warm, muss ich sagen. Es ist, ja. Boah, der ist lecker. Wirklich gut. Noch was zu sagen? Ja, aber wenn ich das tue, dann ist das Video nicht mehr werbefreundlich. Ja, John genießt noch die Klimaanlage und das Bett im Hotelzimmer. Und ich genieße hier diese
amerikanische Poolatmosphäre, die sich deutlich unterscheidet von einer Poolatmosphäre in Deutschland. Obwohl hier neben mir, ja, da hat sich jemand eine Liege reserviert. Das ist also keine typisch deutsche Tugend offensichtlich. Denn deutsche Urlauber, muss ich mal sagen, habe ich hier so gut wie noch gar nicht gesehen. Hier im Hotel noch gar nicht und im Park habe ich, glaube ich, einmal deutsche Stimmen vernommen. Ja, Sonne genießen, kühle Getränke am Start und mal warten, wann John es aus dem Hotelzimmer schafft zum Pool. So, ich bin jetzt auch unten und ja, in wenigen Minuten werde ich auch den Pool betreten. Einfach herrlich, muss ich mal sagen. Ah, eine Wohltat. Nach dem Morgen mit der Hitze im Freizeitpark fühlt man sich wie neu geboren. Naja, dann könnte ich hier nicht stehen. So, ich habe es ja, glaube ich, gestern schon mal gesagt. Irgendwie war es total bescheuert von uns, den Pool so lange zu meiden. Und hier, ich wollte es. Ich? Ja. Ich hatte ein bisschen Angst vor Sonnenbrand, habe ich jetzt auch noch, aber da wir ja nicht stundenlang hier sitzen und im Wasser sind, glaube ich, ist das nicht so eine große Gefahr. So, wir sitzen im Auto und gut erfrischt nach dem tollen Bad am Pool. Wie man inzwischen weiß, wenn wir im Auto sitzen, geht es nicht in den Park. Wir haben jetzt auch eine etwas weitere Fahrt vor uns. Ich guck mal nach, wie lange die dauert. Erstmal muss man die hier bestätigen. So, eine ganze Minute. Route nach 7060 International Drive starten. Es geht zu Pizza Hut. Weiter Richtung International Drive, dann ja, rechts abbiegen. Weil John nämlich den Wunsch geäußert hat. Rechts abbiegen auf International Drive. Warum müssen Frauen immer so viel reden? Links abbiegen, dann rechts abbiegen auf International Drive. Wie mit Simone. Ja, wir vermissen eigentlich gar nichts im Urlaub, genau. John hat Hunger auf Pizza und ich finde, die beste Pizza, die man in den USA essen kann, ist Pizza Hut. Und darum habe ich gedacht, fahren wir zu Pizza Hut hin. Es ist wirklich, das ist da vorne, da kann man hingucken. Ich sehe es schon. Oh Mann, naja gut. Wir passen uns natürlich langsam auch dem amerikanischen Lebensstil an und erledigen jeden... Rechts abbiegen auf International Drive. Jeden Weg mit dem Auto. Wofür haben wir denn den Mietwagen? Das ist wirklich da vorne, wenn wir nicht zu Fuß entgegen können. Ach. Zehn Sekunden später. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Ziel erreicht. Sieht so geschlossen aus irgendwie. Ich kann nicht genau begründen, warum, weil ich noch gar nicht so viel gesehen habe, aber Stefan, der Experte hier, meint, wir sollten uns lieber einen anderen Pizza suchen. Machen wir das mal. Es ist so, als wir letztens im Westen unterwegs waren, da wollte ich auch mit John mal so einen Pizza Hut, weil ich da viel von geschwärmt hatte. Und haben wir so einen Pizza Hut erwischt, der, ja, das war mehr so für so einen To-Go-Laden, wo man aber auch, wenn man möchte, drinnen essen konnte. Und jetzt haben wir hier wieder einen erwischt, da wo man seine Order da am Frontdesk abgeben. Das sah auch nicht sonderlich nett aus da drin. Der nächste Pizza Hut ist eine Viertelstunde entfernt. Das Auto lohnt sich doch. Da fahren wir jetzt hin. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Nun, wo ist das Ziel? Da. Wie sieht der denn aus? Ziel erreicht. Ja, da sind wir auch schon, 9 Minuten später. Das ist irgendwie das Tolle hier in den USA. Da gibt es jede Fastfood-Kette mehrmals in der Umgebung. Also, mal sehen, ob es hier besser ist. Es soll wohl nicht sein. Dieses ist so ein Laden, von dem ich eben gesprochen hatte. Pizza Hut ist eigentlich nur für To-Go. Kann man sich seine Bestellung abholen. Dann fahren wir halt zu dem zurück, wo wir eben gewesen sind. Dann, ja gut. Besser als nichts.
Route nach 7060 International Drive starten. Weiter ja. Richtung Dr. Philips Boulevard, dann rechts abbiegen. Jetzt spricht sie wieder. So lange. Wieso kann John nicht einfach einen Burger bestellen oder Hunger auf Burger haben, wenn man in den USA ist? Nur weil, Ärger. Weil du ebenfalls Bock auf Pizza hattest und wir Thema Fast Food bis jetzt fast nur Burger gegessen haben. Ja, hast ja recht. Ich wollte ja halt einen guten, richtig guten Pizza Hut präsentieren, so wie ich ihn eigentlich kenne in den USA. Gut, dann gibt's nur so einen halbguten jetzt. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Ziel erreicht. Ja, ich drehe hier mal kurz den Bildschirm von der Kamera um, damit ich mich hier besser sehen kann. Ja, aus so 10 Sekunden sind 20 Minuten geworden ungefähr, weil wir zweimal noch einen 10-Minuten-Weg gefahren sind und wir haben gelernt, wie schwer es ist, einen guten Pizza-Hut hier zu finden. Mal gucken, vielleicht ist dieser ja auch erträglich. Ja, müssen wir ja. Können wir erst bewerten, wenn wir gegessen haben. Ja, also auf geht's. Jetzt haben wir hier drin schon mal unsere Bestellung. Ich muss gerade lachen, weil John seine Flasche nicht aufkriegt. Was gibt's noch für Probleme? Ich glaube, der Deckel ist irgendwie. Nee, der Deckel ist bei dir genauso. Also wir waren ja im Pool, ich habe noch diese weiche Haut und. Weil du hast genauso einen Deckel. Versuch das mal bei dir. Warte, darf ich einmal... Das probiere ich gleich. Ja, bei dir geht das einfach. Guck, da geht's auch. Geht's. Ja. Aber warte, versuch mal an meiner Flasche. Guck. Warte, oder kriegst du das jetzt? Nee, versuch mal. Und wenn das jetzt schafft, dann habe ich schon genug gedreht. Das kann ich erklären, das hat was damit zu tun, dass heute der 1. April ist. Ja. Was ich sagen wollte, war folgendes. Wir haben jetzt unsere Pizza bestellt, eine große Pepperoni Lovers. Die teilen wir uns. Dauert 15 Minuten bis 20 Minuten, so ungefähr hat sie gesagt. Getränke haben wir schon. Stefan kann ja mal erklären, was hier ein Pepperoni überhaupt ist. Ja, Pepperoni ist nicht die Pepperoni, sondern das ist Salami oder... Ja, Salami. Pizza Salami ist das. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und ist doch gar nicht so schlecht hier. Ist sogar ganz gemütlich. Was freust du dich schon wieder? Nee, da kann ich noch was erzählen. Und zwar, als wir bei dem anderen Pizza Hut waren, das ist oft so, wenn es draußen so die Sonne knallt und man in einen Raum geht, ist es oft genau wie mit einer Kamera. Es ist noch so, man sieht nicht alles so genau. Also es ist vieles dann noch so dunkel, weil du dich auch erst ans Licht gewöhnen musst. Und als wir in den Pizza Hut reingegangen sind, ich habe ja die Tür aufgehalten, habe mich dann schon ans Licht gewöhnt. Also bei einem anderen, wo wir hingefahren sind. Und als Stefan dann auch so halb reingegangen ist und dann gesehen hat, so, oh, ist ja to go. Da war ein Mitarbeiter, der hat ganz freundlich Hallo gesagt. Stefan ist da rausgegangen und guckt er mich so traurig an, so. Ich habe den Mitarbeiter gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, da gibt es nur so einen Tresen und nicht mal einen so einen Nottisch. Ich bin wieder rausgegangen. Jetzt sind wir hier und freuen uns. Ja, was ich mich immer mal frage, Hut heißt ja nicht auf Englisch Hut, aber hier bei Pizza Hut soll das Rote hier ein Hut sein? Stefan schüttelt mit dem Kopf, aber er könnte es ja wenigstens mal hier auf der Packung zeigen. Das heißt Pizza Hütte. Das ist aber keine Hütte. Oh, das soll das Dach sein? Ja. Die Dächer sind ja auch immer rot. Ach so. Ja, kann man sich doch mal fragen. Ist doch eigentlich ganz in Ordnung. So, Pizza ist leider nicht so groß. So. Stefan möchte anscheinend nichts. Spaß. Wir machen Hälfte-Hälfte. Haben wir in Frankfurt ja gelernt. Da haben wir auch eine Pizza gegessen und im Flughafen. Und haben auch eine große genommen und die uns geteilt. Ich habe ja nun schon gelernt, dass man die Pizza mit der Hand isst. Ein Nachteil bei dieser Pizza ist aber, dass sie... Wir sollen das so essen? Nee. Dafür gibt es dann doch das Besteck. Tut mir leid. Fühle mich wohl damit. Lecker.
so. Es ist noch sehr heiß. Ich ja auch, also geht das. So ist man, Stefan. Ja, und nach dem Essen haben wir noch ein bisschen Zeit, hier rumzubummeln. Wir haben hier eine Mall gefunden mit 2 Etagen, sieht ganz gut aus. Die heißt The Mall at Millennia und ja, wir haben bis jetzt nur den Eingang gesehen und sieht aber ganz, ja, was heißt nobel, sieht ganz gut aus, weil man hier auch so gemütliche Sofas hat. Diese Mall, die John ausgesucht hat, die war nicht so ganz unsere Kragenweite, glaube ich, auf Deutsch gesagt. Weißt du, was das heißt? Ich kann es mir denken. Ja, da gab es also, das Beste war noch der Apple Store, muss ich mal sagen. Ja, da waren mehr so, das waren so Designer-Sachen und... Von Gucci über was weiß ich was alles. Cartier. War ja mal ganz schön anzugucken. Ja, wir haben uns schon gewundert, warum hier nur solche Autos parken. Ja, also wir können ja auch wohl hier ein bisschen mitreden mit unserem Ford Fusion, würde ich mal sagen, ne? Ja, mit unserem Mietwagen. Mietwagen, ja. So, wir dachten, wir fahren jetzt nochmal Richtung Celebration. Bin ich auch noch nie abends gewesen. Die Fahrt dauert eine halbe Stunde, dann wird es auch schon fast dunkel sein. Und dann mal gucken, wie wir den Tag ausklingen lassen, würde ich sagen. Mal gucken. So, es ist mal wieder Zeit zu tanken. Das habe ich zum dritten Mal insgesamt auf dieser ganzen Urlaubsreise. So. Insert Card. Was kommt jetzt als nächstes? One moment, please. Please remove card. One moment, please. And select den 87er. Und das alles ohne Eingabe des PIN-Codes. Wundert mich, aber egal. Wir fahren gerade hier über den Sand, weil wir hier
auf dem Strand fahren, kostet $20. Aber Stefan meinte, dass das für diesen Strand hier so, dass er das noch so in Erinnerung hatte, da er, als er damals hier war, das auch so gemacht hat. Ja, ich finde das also richtig toll, dass man hier mit dem Auto an den Strand direkt fahren kann. Muss man vielleicht nicht unbedingt machen, aber wenn man schon mal machen kann, dann bin ich gerne dabei. Und ich finde es einfach cool hier auf diesem Strand, muss ich mal sagen. Ich bin gespannt, was man hier machen kann, ist eine doofe Frage. Natürlich relaxen und die Sonne genießen. Aber mal gucken, wie der Tag wird. Ja, das ist unsere schöne Aussicht auf den Strand, während wir jetzt die Süßigkeiten testen werden. Ich bin echt gespannt. Wir haben schon mal die Schokoladensachen hier rausgesucht, weil wir wollen das alles neutral bewerten, und wenn es schon geschmolzen ist, dann würde das das Ganze beeinflussen und dann auch flüssig werden. So, fangen wir mal an mit den Whoppers. So, Whoppers, the original malted Milk Balls. Probieren wir mal, wenn ich das hier aufbekomme. So. So, bin mal gespannt. Ja, okay. Ja, so sehen sie aus. Bin gespannt. Oh, I'm sorry. Bin dagegen gekommen. Ja, also die Dinger sind so knusprig von innen. Da fliegen Pelikane. Ja, Stefan, das stimmt. Also wie so ein Keks da drin. Ja. Also vergleichbar. Mit was? Nutella so ein bisschen? Nutella-Geschmack, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Nee? Aber sehr süß. Also muss ich sagen, auf Dauer ist das nichts für mich. Nee, also auch beim Fernsehabend wäre sowas gut, aber ich glaube, weil das so süß ist, ich glaube, da wird einem schnell übel. Schnell schlecht von. Also, die Whoppers kann man mal so ein paar Kugeln von essen. Also karamellig auch leicht, ne? Ja. Aber 25% weniger Fett auf jeden Fall. So, und weiter geht's mit Butterfingers. So sieht das Ganze aus. Und Unwrapped Minis. Crispy, crunchy, peanut buttery. Aha. Okay. Du darfst der Erste sein. Da ist noch nicht so viel drin. Hand auf. Das ist wie bei den Chips-Tüten. Halb leer. Ja, eins reicht. Ja. So sehen sie aus. Das ist lecker. Also wenn man Erdnussbutter mag, mag man auch diese Butterfinger. Liegt wahrscheinlich daran, da auch Erdnussbutter drin ist. Also echt lecker. Ja, echt gut. Ja, was soll ich sagen? Ja, das hat auf jeden Fall den Test bestanden. Soll ich haben? Nee, sonst schaffe ich den Rest gleich auch nicht mehr. Und weiter geht's mit Candy Popcorn. Ja, und zwar mit Snickers Stückchen drin. So sieht das Ganze aus. Probieren wir mal. Ich bin auch gespannt. Was sieht aus wie Popcorn? Kann man es erkennen in der Kamera? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, kann man sehen. Ja, dann greif mal zu. Nur halt, dass die Popcornstückchen ein bisschen größer sind und dass da halt so Schokoladenstückchen drin sind. Das ist so Popcorn, also ganz normales Popcorn, und dann ist da noch so, ja, wie so Karamellschicht und... Was schmeckt es nach Snickers tatsächlich? Ja, das sind
Die haben wohl das, ich glaube, die haben Snickers geschmolzen und haben das dann so drüber gemacht. Schmeckt echt gut. Light Fluffy Popcorns with Snickers Candy Pieces. Also auf jeden Fall lecker. Nicht so süß wie die anderen Sachen, die wir bisher hatten. Also. Das Ideale. Süßigkeit essen für den Strand, wenn die Sonne nicht scheint, weil ja auch hier Schokolade drin ist. Also das ist echt super. Also schmeckt super, lecker. Gab es auch noch andere Sachen von hier? Twix gab es, glaube ich. Twix noch. Ja. Ja, sehr lecker. Bisher mein Favorit, was mit Schokolade hier angeht. Ja, ich glaube bei mir auch. So, und schon laufen wir hier am Strand entlang. Ja, gemerkt habe ich schon, das Wasser ist ein bisschen kühler hier. Und ja, auch wenn es hier gerade bewölkt ist, die Temperatur von der Luft ist aber genau richtig. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Es ist aber nur eine kleine Wolke, die vor der Sonne ist. Also es wird gleich wieder sonnig werden. Ja, wir laufen hier oft durch den Nordatlantik, beziehungsweise am Nordatlantik entlang. Und wie gesagt, das Tolle ist wirklich, dass man mit dem Auto hier an den Strand fahren kann. Kann man seine Sachen alle drin im Auto lassen und kann dann hier ganz unbeschwert ein paar hundert Meter entweder nach da oder nach da gehen. Und Johnny isst hier noch die leckeren Snickers Popcorn. Es war heute eine gute Entscheidung, dass wir heute mal nicht den Tag mit Freizeitpark begonnen haben, sondern hier zum Strand gefahren sind. Das ist eine willkommene Abkühlung und richtig schön hier. Jetzt kommt auch gerade die Sonne, das ist richtig angenehm. Ja, wir hatten eben eine kleine Wolkenfront gehabt, was vielleicht ganz gut ist, weil ich ja schon wieder merke, es ist gerade ziemlich heiß, aber die Füße bleiben kalt, da wir immer hier schön am Wasser entlang gehen können. Was ich auch ganz witzig finde, oder witzig, ich finde es einfach schön, die Amerikaner, die alle hier an den Strand fahren, die haben jede Menge Ausrüstung dabei. Sonnenschirm sowieso, dann Tische, Stühle und die mit dem Auto an den Strand gefahren sind, so wie wir, natürlich auch jede Menge Fressalien dabei. Die machen sich einen richtig schönen Sonntag heute hier. Machen wir auch gleich. Wir haben zwar keine Tische und keine Stühle, wir haben nur unsere Handtücher mit. Aber kriegen wir auch hin, oder? Ja, dann kann das Relaxing beginnen. Inzwischen haben wir uns das hier richtig bequem gemacht in der Sonne. Weiter geht's mit dem Tasting von den Süßigkeiten. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Cinnamon Sugar Puffs. Ja, mach mal auf.
So sehen sie aus. Oh. Der Name hält, was er verspricht. Nach woher schmeckt es? Ja, nach Zimt. Nach Zimt, genau. Volle Pulle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz zu meinem Fall ist das nicht. Ich finde die okay. Ich liebe Zimtgeschmack. Nicht so süß. Das bleibt hier bei mir liegen, würde ich sagen. Das ist ein ideales Snack für den Strand. Für Weihnachten vielleicht. Aber jetzt gerade... Die ist echt lecker. Sowas kann man essen, wenn es draußen kühl ist, finde ich. Ah, nicht, wenn es draußen warm ist. Können wir für Simone aufbewahren. Denn die ist gerade im Kalten, ne? Ja. Wir haben heute angerufen, es waren irgendwie an den 0 Grad. So, was haben wir noch? Typisch dran mit aussuchen. Nehmen wir mal das hier. Sweet Tarts. Achso, so rum. Ropes. Sweet Tarts. Was war das noch? Twisted Rainbow Punch. Dann mach mal auf. Ja. Auch wenn immer Zacken abgebildet sind, ganz so einfach geht's mit der Hand doch. Ja, ja, geht doch. Ja. Stefan? Das schmeckt. So ein Gummizeug. Oh, ist echt lecker. Ja, da haben aber so einen kleinen Suchtfaktor, würde ich sagen. Die schmecken gut. So, ich weiß nicht, ist das so leicht säuerlich in? Ja. So süß und sauer gleichzeitig. Nicht schlecht, die Dinger. Also die kann ich empfehlen. Twisted Rainbow Punch Sweet Tarts. Soft and chewy. Das habe ich auch mal auf dem Roadtrip genommen. Die, wie heißen die nochmal? Die Dreis Crunchy Supreme Tacos. Und Stefan hat ein Burrito und hat, soweit ich weiß, auch einen Crunchy Taco dabei. Packen wir das Ganze mal gleich aus. Ja, das ist das richtige Essen nach dem Strand, würde ich sagen. Und bei der Hitze vor allen Dingen draußen. Aber ich weiß es noch, es ist schwer zu essen. Aber lecker.
lecker. Ja, das Mittagessen bei Taco Bell liegt nun schon ein bisschen zurück. Wir sind inzwischen wieder in Orlando angekommen. Die Fahrt von Daytona Beach bis hierher dauert ungefähr eine Stunde. Ja, man ist kaum wieder hier, schon vermisst man das Wellenrauschen, die etwas kühle Brise und das ganze Strandfeeling, muss ich ja mal sagen. Was haben wir stattdessen? Hitze, Hitze und Hitze. Ja, also was einem hier an Wind entgegenkommt, so ein bisschen, ist wie ein heißer Föhn. Erinnert mich so fast wie ja, an Las Vegas. Wir sind jetzt dabei, weil der Park Universal Studios heute bis 22 Uhr geöffnet hat. Gehen wir gerade mal dahin. Ist jetzt gerade, wie lange sperren wir es denn? Kurz vor 17.16 Uhr. 17.16 Uhr sind wir gegen 17.30 Uhr da. Können noch ein bisschen was ausnutzen. Wird ja auch ein bisschen. Das war lustig. 17.16.14 Uhr. Nee, dann 17.16.15 wäre richtig gewesen. Scheiße. Danke für diesen klugen Einwurf. Was ich sagen wollte, wird ja auch ein bisschen kühler werden im Laufe des Abends. Und dann wird es auch bestimmt ganz schön, da von der Stimmung her abends. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, rot. Ja, und bevor man sich fragt, warum gehen die denn jetzt nochmal in den Park? Wir haben so eine 2-Wochen-Karte, haben wir ja auch schon mal erklärt. Und ja, dementsprechend können wir halt 2 Wochen kommen und gehen, wann wir wollen. Ja, und das ist auch eine sehr erholsame Sache, sag ich mal. Man ist gar nicht gezwungen, gleich mal morgens bei Parköffnung da zu sein. Man kann sich also richtig schön Zeit lassen. Kann, wie gesagt, wie John schon sagt, man kann kommen und gehen, wann man will. Man kann ja auch wiederkommen. Man fühlt sich auch gar nicht schlecht, wenn man jetzt einen Tag nicht da war oder so. Genau, das ist gar nicht so schlimm. So, die Hälfte, über die Hälfte haben wir schon geschafft vom Weg. Bahn hier auf jeden Fall. Also wirklich mit Beschleunigung und ich finde die Bahn jetzt nicht schlimm, aber das ist die einzige Bahn, wo mir an einer Stelle mal so ein bisschen dunkel vor den Augen wird. Thank you.
wieder eine feuchtfröhliche Fahrt. Ich hoffe mal, Johnny ist jetzt genug erfrischt. Fürs erste Jahr. Ich muss sagen, wir haben die Fahrt ja schon ein paar Mal gemacht. Das war die trockenste für mich. Also ich bin nass, bis auf die Unterhose wieder mal. Ich bin auch nass, aber es ist bis jetzt die trockenste Fahrt gewesen. Ja, so. Zurück bei 30 Grad im Schatten. Wohin jetzt? Ja, wo uns der Weg hin verschlägt. Gute Idee. Jetzt machen wir nochmal den Velocicoaster, oder wie heißt, spricht man das aus? Keine Ahnung, auf jeden Fall Jurassic Park. Hat uns ja beim letzten Mal so gut gefallen, die Achterbahn. Allerdings haben wir jetzt 50 Minuten Wartezeit, die angeschrieben sind. Wenn wir dann hier rauskommen, ist wahrscheinlich schon die Dunkelheit eingekehrt hier. Ich glaube, das merken wir aber auch in der Warteschlange. Glaube ich auch noch, ja genau. Hat sich gelohnt und durch die rasante Fahrt sind meine Klamotten wieder ein bisschen mehr getrocknet. Und ja. Was willst du sozusagen noch? Super Fahrt, also wirklich coole Manöver, also man dreht sich einmal über dem Wasser, also echt geil. Muss ich auch sagen, das ist für mich die beste Fahrt, bleibt dabei. Ja. So, jetzt kommen zwei Snacks und ja, jetzt werden uns vielleicht viele berichtigen, dass es nicht als Süßigkeit gilt, aber wir wollen so amerikanische Snacks probieren. Ja, und jetzt kommt Poppables. Der Geschmack Richtung Honey Barbecue. Bin mal sehr gespannt drauf. Das ideale Gebäck vielleicht zum Fernsehen gucken im Hotelzimmer. So sieht das Ganze aus, ist so netzartig. So, mal sehen, wie es schmeckt. Oh. Man schmeckt es auf jeden Fall sehr, sehr raus. Aber ich glaube, wenn das so eine ganze Tüte alleine ist, dann bin ich glücklich. Lecker. Ich liebe Barbecue-Geschmack. Ja, also das wird daher schwierig zu entscheiden, was die beste Sache war, die wir probiert haben. Glaube ich auch. Jetzt kommen die Fries. Die Fries. Die könnten scharf sein, weil beim letzten USA-Trip habe ich von der Marke schon mal was gegessen. Steht da drauf, watch out. Die sehen schon mal aus wie Pommes. Mal sehen, wie sie schmecken. Oh, scharf. Oh, oh. Ach, nach Pommes schmecken die schon mal nicht. Das ist also wirklich was zum Genießen. Also ich kann davon maximal ohne Getränke 3 von essen. Ja, noch schlimmer. Holla. Ja, also wer gern so scharfe Sachen mag, findet ist das gut. Nimm noch einen. Nee. Sonst wird die Nacht Oh ey, lieber nicht, wir sind ja im Hotelzimmer. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Die Fische, die kommen jetzt. So, Swedish Fish and Friends, probieren wir das Ganze mal.
Boah. Ich merke auf jeden Fall noch die scharfen Fries. Ja. Wer diese Schlümpfe kennt von Haribo, so ungefähr schmecken die. Ich glaube sogar, dass das bei mir mein Favorit ist. Auch wenn es nicht wirklich irgendwie nach was schmeckt, was man noch nie geschmeckt hat, das schmeckt aber sehr lecker. So, die Tüte sieht so aus von außen und von innen sind da jede Menge drin. Fische, wie der Name schon sagt. Die schmecken ein bisschen wie englisches Weingummi, wenn das jemand mag, kennt und mag. Auf jeden Fall tierisch lecker. Obwohl es nicht tierisch ist. Schildkröten gibt es auch. Also die haben schon tolle Sachen, die Amerikaner, als Süßigkeiten. Müssen mal eben überlegen, was jetzt das Beste war. Ich kann mich nicht genau entscheiden. Ich muss leider zwei Favoriten nennen. Einmal eben diese Honey Barbecue Chips. Die sind wirklich köstlich. Ich werde gleich mal im Fernsehen gucken, werde ich das Sturm gleich essen. Aber da es ja um USA Süßigkeiten geht, den Geschmack hier gibt es auch sicherlich so ähnlich woanders, obwohl dieser Honiggeschmack habe ich noch nicht woanders gesehen. Aber am besten finde ich dieses hier. Butterfinger mit diesem Erdnussgeschmack. Das ist wirklich was so typisch amerikanisch ist. Und darum würde ich sagen, ist dies hier mein Favorit. Jetzt kommt John. Ja, Thema Gummibärchen. Ich glaube, die Fische waren es doch nicht. Der Nachgeschmack war mir ein bisschen zu eigenartig. Ich glaube, mein Favorit sind die Sweet Tarts. Ja, diese Dinger, machen wir mal ein Essen davon, bevor sie alle weg sind. Das Besondere daran, finde ich, also sind so Stangen und innen drin ist auch so ein bisschen Brausepulver. Also so sauer. Also kann man gut essen. Ja, also ein total leckerer Geschmack. Und von den Chips würde ich aber auch die Honey Barbecue wählen. Ja. Wenn man das im Kram alles gegessen hat, kann man gleich wahrscheinlich auch mal einen Raum weitergehen und das Ganze wieder loswerden. Da mussten wir das auch ein bisschen aufteilen auf den Tag. Das sind leckere Sachen. Aber natürlich nicht gesundheitsfördernd. Also sollte man sich für eine Sache am Tag entscheiden. Gut. Ein neuer Tag und wir sitzen im Auto und es geht zu Walmart. Und wieder mal. Ja, wir wollen uns dort was zu frühstücken holen, weil wir gehen nicht immer nur in die Fastfood-Ketten wie beim Roadtrip, sondern wir gönnen uns auch mal was Gesundes, weil ja, war beim Roadtrip zwar nicht anders, aber das ist schon sehr anstrengend. Man läuft sehr viel rum und die Temperatur macht einem auch noch sehr zu schaffen. An der Ampel und, weiter geradeaus. Vor allem im Freizeitpark ist man den ganzen Tag am Hin- und Herlaufen. Und ja, wenn man das den ganzen Tag aushalten sollte, dann macht einen das schon echt fertig. Ja, an der Ampel rechts das im Urlaub. Auf Sandlake rot. Wir haben jetzt schon wieder, obwohl der Himmel gerade bewölkt ist noch, 76 Grad Fahrenheit. Also laut Wetterbericht wird es auch so sein. Moment mal eben. Rechtsrum kann man ja noch. So. So, sind wir mal gespannt, was? In einer halben Meile links abbiegen auf. Ich wollte sagen, der Wetterbericht für die ganze Woche ist durchgehend jeden Tag über 30 Grad, habe ich gestern geguckt. Gut oder nicht gut? Einerseits ja, andererseits nicht. Wie du gerade sagst, es ist ja sehr anstrengend, den ganzen Tag durch die Gegend zu rennen. Aber ich bin so zufrieden. Ich mag das ja so warm. Platz deines Ziels.
sind wir auch schon. Mal sehen, was heute Leckeres zum Frühstück gefunden wird von uns. So, hier wieder mein South-West-Style-Salat. Der ist echt lecker, würde ich sagen. Zum dritten Mal habe ich den schon. Ja, das ist mein Frühstück. Ja, ich habe hier was gefunden. Davon habe ich noch nie gehört. Cantaloupe. Mal gucken, wie es schmeckt. So, Stefan nimmt ja hier mal bei dem Nestquik Strawberry und nehme ich jetzt mal auf. So, diesmal bin ich vorgewarnt auf die Überraschung, die hier im Salat noch verweilt. Käse und Turkey. Was ist das überhaupt? Zwiebeln und sowas. Und noch das Dressing, wenn ich es dann aufkriege. Ja, klappt wohl. So, guten Appetit. So, ich google jetzt als erstes überhaupt, was das ist, weil Cantaloupe ist mir wirklich unbekannt. Vielleicht ist es in Deutschland gar nicht so bekannt, vielleicht gibt es das da gar nicht. Es sieht ja aus wie Honigmelone, muss ich mal sagen. Vielleicht ist es das auch. Vielleicht ist das auch, ich bin gespannt. Zuckermelone. Oh, klingt ja auch nicht schlecht. Erfrischend auf jeden Fall. Es ist schon wieder eine unbeschreibliche Hitze ohne Sonne. So, guten Appetit oder was? Würde ich sagen, ja. Scheiß Plastikbesteck. Scheiß Plastikbesteck? Bei uns in Deutschland ist es, glaube ich, schon längst verboten worden. Da müssten wir jetzt auf unser Taschenmesser, was wir in Bremen vergessen haben, zurückgreifen. Ja, nebenbei, willkommen zu unserem Wandervlog, Wandern in den USA. Für manche eine ganz neue Erfahrung. Was hast du dazu zu sagen? Ja, ob das jetzt Wandern ist, weiß ich nicht. Wandern, da habe ich schon anderes erlebt. Also, als Stefan und ich zum Beispiel den Arches National Park da zum Delicate Arch bestiegen sind. Das fand ich jetzt mal Wandern. Aber, ja, aber auch hier gibt es. Aber hier vom Hotel ins Würfelstudio, das ist halt vielleicht anstrengend wegen der Hitze, aber kein Wandern. Aber du musst auch hier versuchen, die Schönheit der Natur zu entdecken. Zum Beispiel diese Palme da. Palmen, wohin das Auge reicht. Das hast du im Arches nicht gehabt. Und dann auch hier dieser natürlich gewachsene Wanderweg. Auch was. Also nochmal bitte die Antwort. Das ist dieselbe Antwort. Ich finde es wunderschön hier. Auch von der Luft. Leichte Auspuffgase in der Nase. UV-Strahlung von oben. Aber immer das Ziel vor Augen. Denn man darf nie das Ziel vor Augen verlieren. Das ist wichtig. 10, 9, 8. Aber zum ersten Mal, dass wir uns an die Ampel gehalten haben, oder? Nee, wir haben uns hier schon öfters an die Ampel gehalten. Tatsächlich? Also hier geht eine Abfahrt von der Interstate, glaube ich. Da ist fast nie was los. Und stimmt, wir haben schon mal gedrückt. Das hat Ewigkeiten gedauert. Wenn man es gut überblicken kann, habe ich mir gedacht, jetzt sind wir ja nicht bei Rot gegangen. Aber meistens gehen wir, wenn man nicht gehen soll. Naja. Bei Grün kann es ja hier nicht gehen. Stimmt, Grün gibt es hier gar nicht. Es gibt nur Walk und Don't Walk. An jeder Ampel trifft man auf Wandergefährten, die das gleiche teilen. Und jetzt ist grün. Nee, grün ist es nicht. Nein, grün nicht. Es ist Walk. Und das Tolle ist hier in den USA, finde ich, bei manchen Ampeln kann man auch sehen, wie lange noch die Walk-Phase andauert.
jetzt gerade noch 22 Sekunden. Ich wollte mal eben zeigen, wenn wir da näher dran sind. Wenn der Counter abgelaufen ist. Ja, genau. So. Wandern wir weiter. Sind gleich da. Ich weiß. Und wollen wir auch so schlau, sich Erfrischungen mitzunehmen? Was gibt's denn Feines? Kaltes Wasser. Das habe ich jetzt. Ich wollte mal gucken, weil Stefan war gestern so schlau und hat gesagt, wenn du eine Wasserflasche hast, kannst du die ja auch quasi an den Water Fontaines immer auffüllen. Und ich wollte mal gucken, wie lange man das denn so durchziehen kann. Ich meine jetzt nicht wegen Toilette oder kein Durst mehr, sondern wie lange du so eine Flasche überhaupt mit hin und her nehmen kannst. Den ganzen Tag würde ich sagen, warum nicht? Naja, weil nicht immer locker da sind. Ach so, stimmt. Ja, das ist ein Einwand, den man nicht so von der Hand weisen kann. Ich bin auch gespannt, wie lange man das machen kann. Ich denke aber schon, andere machen das ja auch, dass sie die Getränke mitnehmen. 20 tiefe Taschen, da passt die Flasche auch rein. Wir haben eine Mission. Hagrid's Motorcycle Ride, oder wie heißt die? Ja, ne? Der Motorbike Adventure. Adventure, so. Motorbike Adventure. Wartezeit 135 Minuten. Eine halbe Stunde haben wir schon geschafft ungefähr. Wir stehen hier in dieser, oder vor dieser Ruine. Und dann geht es in der Regel los im Wartebereich. Das Gute ist, der Wartebereich ist echt gut gestaltet worden. Trotzdem lang. Lang, sehr lang. Aber wir wissen ja, die Fahrt ist gut, die macht Spaß. Und lohnt sich. Einer fährt im Beiwagen, einer fährt auf dem Motorrad und dann geht's ab. Hoffentlich bald. Don't mind the Thestrals. Dead clever and useful they are. Right, off you go. We'll beat to the edge of the Forbidden Forest. We'll have to round up the Skrooks before they set fire to anything else. They just don't know what they're doing. Oh, now, there's no need for that. Well, I think that's enough for today. You should probably head back. We'll pick this up later. Hmm? The bikes will take it. Arthur warned me about those bikes, but I didn't think they'd take Ollie into the Forbidden Forest. Just hang on! Oh, and don't mind Fluffy. His barks are worse than his bites. No, don't panic. I'll just, Oh, no. Looks like you've lost power. I've got you. Don't worry. Reparo! Sorry, I never was great shakes at magic. Oh, crikey! You're tangled in Devil's Snare. Repeat. Lumos Salem after me. Lumos Salem! Woo! That was close. Now we just need to... Oh, you found my missing Skrooks. Best be getting you out of here before you get blasted. Now, hit those purple buttons. Hold on. Dragonfire's got a kick.
Well, I'll be. There's a unicorn. And look, she's a mum. Ruddy lucky thing to see such a sight in the wild. 2 Stunden später ungefähr ist die Mission beendet. Erfolgreich. Aber es war lange Zeit, ne, in den Katakomben. Also ich fand die Wartezeit zwar sogar ganz angenehm. Muss ich gestehen. Ja, angenehm. Es war ein schöner Wartebereich, ja, aber trotzdem 2 Stunden sind 2 Stunden. Ne? So, und jetzt mal gucken, was uns hier so im Park erwartet. Wir sind hier gerade bei Bubba Gump. Ja, wer den Film Forrest Gump geguckt hat, der kennt die Filiale. Die gibt es hier in Amerika wirklich, haben wir schon sehr, sehr oft gesehen. Und jetzt nach dem Roadtrip haben wir uns auch mal reingetraut. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Shrimps gegessen und deshalb habe ich ein komplettes Shrimp-Gericht gewählt, das auch gleich hoffentlich kommt. Ich bin gespannt, wie Shrimps schmecken, weil ich stelle es mir sehr lecker vor. Und ja, hier hängen auch echte Sachen aus dem Film und ist gut thematisiert. Also genauso stellt man sich das Ganze auch vor. Im Film hat man es ja nicht von innen gesehen, das Restaurant, nur von außen. Aber es gehört dazu. Ja, und ich wollte ja auch schon immer mal herkommen, habe ich mir schon so lange vorgenommen gehabt. Habe ich auch geärgert, dass wir das letztes Jahr nicht geschafft haben, wo wir ja in L.A. so eine Filiale gesehen haben. Jetzt hier kam es genau richtig. Ist natürlich relativ hochpreisig das Ganze, aber ich glaube, es sieht alles, was die Leute hier haben, sieht sehr lecker aus. Und vor allen Dingen draußen ist eine unvorstellbare Hitze. Und ja, hier ist es schön kühl. Mit kühlen Getränken. So, und zur Feier des Tages habe ich mir ein Bier bestellt. Jenny's Blonde Ale. In einem schönen Glas, wo auch so die ganzen Orte drauf sind, wo es diese Filiale noch gibt. Wir haben sie gerade gesehen in L.A. Ja. Würde ich mal sagen, Prost. Oh. Schön erfrischt. Oh, das ist ja fast wie ein Pale Ale. Oh, lecker schmeckt das. Und dein Eistee, Johnny? Der schmeckt auch echt lecker. Also die Eistee-Sorten hier schmecken ganz anders, als man es in Deutschland kennt. Also ich habe jetzt hier einen Sweeted Eistee und ja, sowas gibt es auch hier bei McDonald's und überall. Und so ein Eistee gibt es in Deutschland gar nicht. Also echt lecker. So, jetzt haben wir hier ein Garlic Bread. Das hat Stefan bestellt und empfohlen. Also probieren wir mal. Ist ja Knoblauchbrot und sowas mag ich, glaube ich, auf jeden Fall. Es ist noch ein bisschen heiß, aber ich wage es mal. Geil. So, jetzt haben wir hier unsere Shrimps bekommen. Sieht sehr, sehr köstlich aus. Wir haben alle beide die gleiche Portion genommen. Ich bin echt gespannt und habe auch einen tierischen Hunger. Hab mein Knoblauchbrot schon aufgegessen. Ich mein's noch nicht. Ich glaube, ich esse das nebenbei mit, weil oftmals bin ich dann satt, bevor das Essen gegessen ist. So, wenig muss ich mich noch überwinden, weil es was komplett Neues ist für mich, aber ich werde jetzt meinen ersten Shrimp essen. Geil. Du musst auch in die Soße eintauchen, ne? Du meinst vielleicht den Schwarz auch schon mit essen? Nein, den Schwarz kann man nicht mit essen. Dann merkst du vielleicht schon, wenn es härter wird am Ende. Ich würde dir empfehlen, in die Soße einzutauchen, ne? Mach ich auch gleich. Okay. So, wollen wir sehen. Oh, lecker. Das ist hier Erdnusssoße, glaube ich, in der Mitte. Also diese, das ist hier Erdnusssoße. Das schmeckt so richtig lecker. Probier mal die rote. Ja, gleich. Schmeckt echt super. Ja, und hier ist so ein Fotospot von der Bank, wo Forrest Gump fast den ganzen Film lang sitzt und die ganze Geschichte erzählt, weil hier der Koffer und die Pralinen und seine Sportschuhe aufzufinden sind. Ja, dann kann man die Füße hier so reinmachen.
aus fotografiert, sieht das Ganze auch sogar echt aus. Das soll Vergnügen sein. Warteschlange in der Sonne bei 40 Grad oder was weiß ich was. Ach, geht weiter. So, jetzt hocken wir hier auf der Erde, aber dafür im klimatisierten Raum und warten auf die Born Stunt Show. Ja. Das kann man gerade nicht machen. Es ist draußen so heiß. Ich sag mal, in der Sonne könnte es 40, 50 Grad sein oder sowas, oder? Bestimmt. Also gefühlt sogar noch mehr. Ach, mehr nicht, aber. Gefühlt? Das ist schon so wie im Teil des Todes sogar. Das sehe ich nicht schon so vor. Ja. Hoffentlich geht es gleich weiter. Und hoffen wir mal, dass wir, wenn wir aus der Show hier rauskommen, dass es dann kühler draußen ist. Etwas. Ein paar Grad helfen schon. Das ist der Wahnsinn. Die Flasche aufgefüllt, weil das ist ja meiner Meinung nach der Höhepunkt des Tages und meiner Rückweg. Ja, das ist das Anstrengendste, muss ich auch sagen. Ja. Ja, dann gehen wir mal los. Da ist die Sonne wieder. Noch nicht. Jetzt. Sonne scheint schon wieder, Hitze ist auch schon wieder da. Heute fahren wir mit dem Auto zum Universal Park, um dann dort die obligatorischen $27 fürs Parken zu bezahlen. Und dann fahren wir mit einem Shuttle zum Volcano Bay, das ist von unserem Hotel. Man kann eigentlich fast hingucken, das ist nur über die Interstate drüber. Geht aber nicht anders, weil es dort nämlich keinen Parkplatz gibt. Und, ja, der Fußweg wäre eine Dreiviertelstunde. Wir fahren heute also mal mit dem Auto hin, weil zu Fuß ganz bis zu einem Vulkan zu laufen, das wäre ja in der Nähe auch ziemlich heiß, also würden wir nicht schaffen. Ja, das ist wohl auch richtig. So, und schon sitzen wir im Auto und ich bin echt gespannt auf Volcano Bay. Ich habe bis jetzt wirklich noch nichts anderes gesehen, außer so einen Rutschenturm und halt den Vulkan. Also alles, was man auf dem Weg zum Universal Studio davon sieht oder von unserem Hotel aus. Also ich bin mehr als gespannt, was hier auf jeden Fall weiß ist. An der Ampel man bekommt so eine Uhr, wo man sich dann auch virtuell anstellen kann, dass man nicht immer dort warten muss. Und wir werden dann da gleich mit einem Shuttle hingefahren, weil es keinen richtigen Autoparkplatz dort für uns geben würde. Richtig. Und ja. Volcano Bay ist ein relativ neuer Badepark. An der Ampel die zwei linken Spuren verwenden, um links abzubiegen. Gehört natürlich zu Universal, sonst können wir da ja auch nicht mit unserem Ticket hin. Wir haben ja so ein Parkticket. Also
drei Parks, die wir besuchen. Da ist dieser Bayer Park mit eingeschlossen. Und der Weg ist natürlich genau der gleiche, den wir auch jeden Morgen zu Fuß gehen. Ja, geht nicht anders. Es ist ärgerlich mit den 27 Dollar. Aber wir haben einen Vorteil. Wir müssen, wer unser letztes Video gesehen hat, wir waren echt am Arsch. Oder im Arsch waren wir, wie man das auch immer sagt. Es war so heiß gestern. Heute können wir mit dem Auto zurückfahren, auf jeden Fall. Und das ist ja schon mal ein Lichtblick, sag ich mal. Lichtblick ist auch gut. Sonne strahlt schon vom Himmel. Und das um, wie gesagt, 20 nach 8. An der Ampel weiter geradeaus, dann an der nächsten links abbiegen. In einer Viertelmeile links halten. So, das ist mal wieder jetzt was Neues für uns. Moment mal eben, was ist das hier jetzt? Ja, also ein bisschen konzentrieren, ehrlich gesagt, und auf die Schilder achten, die hier sind. Wir müssen uns jetzt einordnen, Volcano Bay. Muss man mal schnell mal lesen. Theme Parks, City Walk, Volcano Bay, rechte Spur. So, da oben laufen schon die ersten Gäste über die Brücke, die in den Theme Park möchten. So, und hier streift man nicht um die Sonne ins Gesicht. Was will die? Die winkt doch da. In einer halben Meile rechts abbiegen auf Universal. Das ist eine freundliche Mitarbeiterin von Universal, die dir den Weg zeigt. Richtig. So, jetzt brauche ich meine Kreditkarte. Wo ist denn mein Geld? Jetzt sind wir natürlich in eine Parklinie gekommen, wo das Häuschen mit dem, wo man bezahlen muss, auf der rechten Seite ist. Und ich als Fahrer sitze natürlich an der linken Seite. Das heißt, John ist gefragt. Für mich wird das kein Problem sein. Mit meiner Kreditkarte zu bezahlen, das kann ich mir vorstellen, dass es kein Problem sein wird. Sagen muss ich nichts, sagen wir nicht so. Keine Ahnung, der muss über dich gleich was fragen. Wer fragt dich hier? Ich frag gar nichts. Du bist Fahrer, du bist Fahrer. Was für 30 Dollar sagst du, wirst du parken? Nichts Teures hier. Parking for 30 Dollar. Du sagst Parking for Volcano Bay, dann wissen die schon Bescheid. Oh, jetzt kommt eine große Aufgabe. Straight ahead, follow the parking signs. Have fun. Hey there guys, we going to Volcano Bay or to theme parks today? Volcano Bay, please. Volcano Bay parking is $30. Thank you. One moment. Hope you guys have a great time over there today. Oh yeah. And then the Volcano Bay parking is going to head down to the far right and follow the green Volcano Bay signs. Okay. There we go. Here's your receipt and card back. And you guys are golden. Have a great time. Okay, thank you. Hat schon ganz gut gemacht, nicht? Wo müssen wir also jetzt hin? Die Sonne blendet mich dermaßen. Wie fahren die alle hier? Was ist hier los? Alle schon billig bezahlt und fahren jetzt zu uns. Nee, warte, jetzt gucken wir mal nach, was Volcano Bay ist. Kannst du das lesen, da die Schilder? Ja, hier. Da steht Volcano Bay. Den Bon musst du behalten. So, jetzt erzählst du wieder was. Was heißt das jetzt hier? Parken hier lang oder was? Ja. So. Ich hoffe, wir fahren hier gerade alles richtig ab. Das hoffe ich auch nur. Weil wäre ja nichts Neues, dass alles. Eine halbe Meile rechts halten auf. Oh, was ist denn hier los? Jetzt spielt das Radio hier verrückt. Wäre ja nichts Neues, dass mal wieder alles schief läuft hier bei uns. Ich glaube, wir werden richtig fahren, also. Der Typ hat ja gesagt, wir sollen den grünen Schildern folgen.
Ja, jetzt sind wir in so ein Schild reingefahren, jetzt geht's hier. Nein, das ist schon richtig. Wir müssen in der Garage unten parken, habe ich gehört. So, jetzt geht's parken geradeaus. Also ich finde zu Fuß gehen, Volcano Bay steht da. Ja, ja. Und da steht parken geradeaus. Mann. Man merkt die Anstrengung. Ja, man merkt, dass wir uns nicht auskennen. So, was jetzt? Rechts. Nee, da steht City Walk, Volcano Bay, ja, rechts, genau. Einfach mal dem Johnny vertrauen. So, wir stehen jetzt im Bus, im Shuttle und warten darauf, dass es hier losgeht, dass wir losgefahren werden. Und wie man sieht, wir haben einen Stehplatz. Alright everybody, we are pulling up. Please give us one quick second to get parked, and then we are going to be heading straight out, exit to the right. Head down that ramp and then turn left into the tunnel, we've arrived. Good morning everybody, welcome to Volcano Bay. Stay with Caleb. Die Busfahrt war das Einzige, was an diesem Tag etwas genervt hat, weil es so voll war. Aber dann ging es endlich los im Park. Ja, mit dem Aufenthalt. Und ja, hier durften wir zum ersten Mal den Vulkan aus der Nähe betrachten, den wir jeden Tag, wenn wir durch die Hitze gelaufen sind, zum Park aus der Ferne sehen durften oder vom Hotel aus. Und ja, das Ganze war so ein Wellenbad. Die Wellen hatten das zwar nicht so ganz in sich, was auch wohl der Grund war, warum wir nicht so oft in diesem Becken waren. Also es gab dort mehrere Becken. Also ich glaube, die meiste Zeit haben wir in so einem Kanal verbracht. Aber es geht ja auch um die Rides. Die haben ja viele Rutschen und dafür hatte man eine Uhr, die hieß Taku Taku Watch, wenn ich mich recht erinnere. Also war wie ein Express-Butler aus dem Heidepark, nur ohne verkürzte Wartezeit, sondern man konnte halt während der Zeit was anderes machen und musste nicht in der Schlange stehen. Ja, und die Rides waren dann in der Hauptsache eben Rutschen. Und die einzige Ride, die wir überhaupt gemacht haben an diesem Tag, war in so einem Teamboot, wo man mit mehreren Leuten drin gesessen hatte. Ging auch vom Vulkan irgendwie los. Hier fahren wir nämlich gerade mit mehreren Leuten drin in so einer Rutsche. Hat richtig Spaß gemacht, würde ich mal sagen. Ja, irgendwie ging das Boot manchmal so ein bisschen höher an der Seite. Also ich hatte manchmal so ein bisschen Panik, wie man da auch gesehen hat, dass das Boot gleich umkippt und wir von den nächsten Leuten gleich hier umgefahren werden. Aber eine Gefahr gab es da nicht. Was wir in der Hauptsache am meisten gemacht haben, war nämlich dieses hier. Da gab es einen Kanal. Und in diesem Kanal, der um den ganzen Park herumführte, war eine sehr starke Strömung. Und man konnte sich mit einer Schwimmweste, die man anhatte, dann einfach so treiben lassen. Und das haben wir wirklich 4 Stunden lang gemacht insgesamt. Hat richtig Spaß gemacht. Es war so angenehm und war auch teilweise immer schnell. Ja, also oftmals bin ich am Anfang gegen diese Wand geknallt. Das tat auch ganz schön weh, weil man dann von diesen Strudeln, die quasi die Strömung machen, so angestoßen wurde. Ja, nach einigen Stunden habe ich das zu meinem Vorteil genutzt und habe dann die Richtung besser kontrollieren können und habe mich die ganze Zeit da an der Seite so Fullspeed da durchgleiten lassen. Also später, als es auch voller wurde, haben Stefan und ich uns dort mehrmals verloren. Aber ist kein Problem, man hat schnell wieder zu sich gefunden. Hat auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht. Da ist der Vulkan, den wir schon so oft aus dem Hotel aus gesehen haben. Sitzen wir hier gemütlich im Schatten in der Bar oder an der Bar. Ein kühlen Getränk, ne Johnny? Ja. Damit gibt es eine Cola. Ein Golden Ale. Ja, wir haben schon ein paar Rides hier im Wasser gemacht. Eine Wasserrutsche einmal, wo man zu zweit in so einem Gummiboot, sag ich mal, runterfahren konnte. Das war schon mal eine gute und schnelle Sache. Dann haben wir eben eine Ride gemacht, wo man mit 4 Personen in ein Boot musste. Die war doch ein bisschen besser, oder? Also irgendwie hat sich's immer gesteigert. Super. Ja, aber das Allerbeste fand ich diese Fahrt in diesem Wasserkanal. Da ist so ein Kanal mit so einer Strömung.
Man hat eine Schwimmweste an und kann sich so oft da rumtreiben lassen, wie man möchte. Und das ist wirklich sehr angenehm und macht sehr viel Spaß. Aber das gehört halt nicht mehr zu den Rides dazu, das ist ein ganz normales Becken. Ja, genau. Also das kann man immer so zwischendurch machen, wenn man auf eine Ride hier wartet. Also es ist richtig eine angenehme Sache hier in diesem Park, muss ich mal sagen. Echt toll gemacht. Und dieser Vulkan hier ist wirklich imposant. Ja, ich bin der Einzige, der mitgedacht hat. Snacks können nie schaden. Ja. Hoffentlich darf man das in der Bar hier auch, dass man hier Sachen mitnehmen darf vom Strand. Aber gut. Strand? Ja, das sind doch hier so künstliche Strände. Das ist echt toll gemacht hier, der Park. Unser Frühstück sind die Chips hier. Ja, bei manchen Leuten, die ich kenne, da wird den ganzen Tag nichts anderes gegessen. Ja. Schlimm genug. Geile Aussicht. Liegestühle haben wir auch, nur bisher sehr selten benutzt, also eigentlich gar nicht, außer jetzt gerade mal. Wir blicken hier richtig schön auf diesen Strand, wo gerade die Wellen ein bisschen sind. Und der riesige Vulkan steht. Ja, und jetzt überlegen wir gerade, was wir jetzt machen. Es ist eine unbeschreibliche Hitze gerade. Obwohl ein paar Wolken da sind, man kann es also, wenn man hier auf den Wegen lang geht, es ist kaum auszuhalten. Gut, dass es so ein paar Wassersprenkler gibt, die den Weg befeuchten. Ja, das ist aber dafür gedacht, dass wenn die ganzen Leute hier barfuß laufen, dass sie hier nicht über einen heißen Boden laufen müssen, sondern lieber über einen feuchten Boden. Ja, das mache ich doch gerade, genau. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt nochmal wieder los, nochmal eine Ride reservieren und dann gehen wir wieder in den Kanal. Das ist eigentlich das, was wir bisher am meisten gemacht haben. Da kann ich mich stundenlang drin rumtreiben lassen. Also echt klasse, oder? Auf jeden Fall. So, jetzt wird's hart. Das Schlimmste vom ganzen Tag wahrscheinlich kommt jetzt. Nämlich, ist eigentlich gar nicht so schlimm, der Weg hier aus der Volcano Bay zum Shuttlebus durch die Sonne. Das wird, glaube ich, sehr schlimm. Glaube ich auch. Aber wir sind echt gut abgekühlt. Wir waren jetzt 6 Stunden im Wasser insgesamt heute. Schon herber. War richtig schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Den Bus haben wir schon mal erreicht und wir haben sogar einen Sitzplatz. Zwei Stück hatten wir ja auf der Hinfahrt nicht. Und das Beste ist, geht auch schon los. Ich hoffe, wir haben einen richtigen Bus erwischt. Es gab nämlich 2 Richtungen. Einmal zum Parkplatz, wie der stand, und einmal zu den Freizeitparks. Aber wir haben ja beim Freizeitpark geparkt, glaube ich, oder? Ich weiß auch nicht genau. Mal gucken, ob wir richtig sind. Klimatisiert ist es auf jeden Fall. Ja. Schön kühl hier drin, das stimmt. So, es war richtig. Es war richtig, wo wir ausgestiegen sind oder mit dem Bus, den wir gefahren sind. Jetzt heißt es, unser Auto zu finden. Bei Spider-Man auf jeden Fall. Kann aber nicht so schlimm sein, weil ich ungefähr weiß, glaube ich, wo. Ich glaube, ich sehe es schon da. Da steht's. So, was wir gerade merken. Gut, dass wir mit dem Auto gekommen sind, denn zu Fuß hätte ich zumindest den Rückweg, glaube ich, nicht wirklich wortwörtlich nicht geschafft. Ich wäre auf dem Weg liegen geblieben. Und man ist wirklich im Eimer. Es war aber ein total toller Tag, vielleicht sogar der angenehmste Tag des ganzen Urlaubs bisher mit diesen ganzen Wassersachen, die wir gemacht haben. Echt klasse, aber man ist natürlich jetzt echt fertig. Also es war auch mit der anstrengendste Tag. Und wir haben auch noch nichts gefrühstückt, muss ich sagen. Jetzt haben wir 17 Uhr. Wir haben nur die paar Chips gegessen in der Bar. Hast du denn großen Hunger? Ja, ich habe Hunger ohne Ende. Jetzt wird es aber gleich was Leckeres geben. Kann ich aber sagen. Ja, deshalb fahren wir jetzt erstmal ins Hotel, machen uns nochmal frisch und dann geht's los zum Essen. Genau. So, und schon sitzen wir wieder frisch im Auto. Also frisch auch wiederum nicht, aber etwas frischer, ja. Hoffentlich sieht man's. Auf jeden Fall. Wo geht's jetzt hin? Zum McDonald's, aber nicht irgendeiner, sondern der größte der Welt. Ja, nachdem wir ja beim letzten Urlaub beim ersten McDonald's der Welt waren,
haben wir jetzt das Vergnügen, ganz in unserer Nähe vom Hotel hier den größten McDonald's zu haben. Ich bin mal sehr gespannt, ob der echt so. Von außen sieht er gar nicht so groß aus, aber. Es sieht nicht groß aus, aber es sieht halt größer aus als jede McDonald's-Filiale, die ich je gesehen habe. Also mehrere Etagen. Und damit meine ich nicht so zwei, dass du unten eine Etage zum Bestellen hast, dann kannst du oben essen. Das haben wir in Bremen auch. Das hier hast du bestimmt 5 Etagen oder so. Also, glaube ich. Wir hören sogar schon von Geschichten, dass man Pizza dort bestellen könne. Und jetzt wollen wir uns unsere eigene Meinung davon machen. Ja, genau. Wenn wir da ankommen. Hier ist nämlich, der Weg ist nur ganz kurz, aber ist ja schon wieder Stau. Es ist zum Mäusemelken. Es gibt hier echt die Pizza. Ich bestelle mir die jetzt. Ups. Och, Stefan, was hast du nun gemacht? Nix. Willst du auch eine Pizza haben oder nicht? Nein. Wie geht das jetzt hier? Hier kannst du wahrscheinlich deine Sachen aussuchen oder was dazu möchtest. Kann man nicht eine Pizza nehmen, die fertig ist? Ja, kannst du. Du musst einfach auf Save Changes drücken. Ja, so. Der größte McDonald's hat natürlich die meisten Plätze, daher auch die größte Kundschaft. Und das bringt auch einige Problematiken mit sich. Stefan ist gerade mit mir zusammen hier schon am Automaten ausgeflippt. Also jetzt müssen wir, konnten nicht mal dort mit Karte zahlen, wir müssen mit Bar bezahlen. Wir haben das Ganze zweimal bestellt. Einmal haben wir nur halt keinen Bon daraus bekommen. Jetzt haben wir es nochmal bestellt und jetzt haben wir einen Bon. Und jetzt können wir uns hier in dieser elendig langen Schlange an der Kasse anstellen, um dann dort zu bezahlen. Und dann wird erst die Bestellung aufgegeben. Also ich bin jetzt schon bedient. Ich habe hier aber eine Pizza bestellt. Ich bin gespannt, wie so eine Pizza schmeckt bei McDonald's. Auch der erste Grund oder der Hauptgrund, warum ich überhaupt hierher gegangen bin, ehrlich gesagt. So, Getränke haben wir schon mal. Fanta für John. Milch Dr. Pepper. Nummer 22. Und ein Bon. Wie kann es angehen, dass im größten McDonald's der Welt nur eine Kasse. Es gibt nur eine Kasse. Es gibt gar nicht mehrere Kassen, die aufhaben könnten. Es gibt nur eine Kasse. Also nicht nur ich bin genervt, es sind hier alle genervt, die in der Schlange stehen. Normal ist es jedenfalls nicht. Da bin ich mir schon mal ganz sicher. Prost. Nur empfiehlt. Naja. Aber die haben auf jeden Fall einen großen Indoor-Spielplatz. Ja, entschuldigt das Ganze auch nicht, da wir da beide zu alt für sind. Auf jeden Fall. Womit es auf jeden Fall entschuldigen konnte, ist mit dem kostenlosen WLAN hier. Konnte ich meine Zeit gut vertreiben, während ich hier den Tisch reserviert habe und Stefan unten die Wohnung bezahlen konnte. Das reicht halt eigentlich. Ja, während du unten bezahlen musstest, weil das am Automaten nicht geht. So sieht sie also aus, die McDonald's-Pizza. Ich habe schon eben versucht, einmal abzubeißen. Sie ist so dermaßen heiß. Ging nicht so gut. Für $10,50 so viel kostet die Pizza, sieht sie also sehr gut aus. Einen knusprigen Rand hat sie. Und hier, wie die schmeckt, jetzt mal eben. Also echt anständig. Eine gute amerikanische Pizza bei McDonald's. Also ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich sie selber gesehen hätte, dass es hier eine Pizza bei McDonald's gibt. Es gibt sogar Nudeln unten zu kaufen bei McDonald's. So, mal sehen, wann der Rest kommt. Wenn man der Uhrzeit auf den Kassenbon hier Glaube schenken darf, warten wir jetzt seit ungefähr fast 55 Minuten auf den Rest der Bestellung. Meine Pizza ist schon lange alle. Ich habe schon wieder neuen Hunger.
Ja, bisher gibt es nicht viel Gutes zu vermelden hier in dem McDonald's. Der Ketchup unten war alle. Die Kohlensäure, also der Kohlensäuregehalt dieses Getränks hier, ist nicht bei null, aber vielleicht nur so bei 20% von dem, was es normalerweise haben soll. Naja, mal eben schnell zum McDonald's, das war ja wohl nix. Oh, und noch längeres Warten, weil wir ja auch noch an der Kasse bezahlen mussten, wo nur eine offen hatte. Naja, ich glaube, wir viel unternehmen können wir heute nicht mehr. Die Zeit vergeht ja, nicht schnell, aber viel. Also wir haben es jetzt schon, ja, wir haben es gleich 20 vor 7. Ja, das Ding hat keinen Wert. Ich war jetzt zweimal unten. Man hat es wohl vergessen gehabt. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Nun haben wir hier unser Essen nach über einer Stunde Wartezeit. Pommes und Quarter Pounder mit Käse. Schwere Bestellung, ehrlich gesagt. Ne? Dafür wartet man eine Stunde hier im größten McDonald's der Welt. Lecker. Endlich haben wir unser Essen. So, was auch noch dazu gehört zum McDonald's hier. Eine Spielhalle. Also, ich sehe gerade sogar recht groß. Hier ist nämlich so eine Wand und hinter der saßen wir und hier ist jede Menge. So, und das hier ist der riesige Spielplatz. Also, der geht über mehrere Etagen. Und ja, das ist auch der Grund, warum wir nicht in Ruhe essen konnten. Jede Menge Schreierei. Ja, der ist schon ganz hübsch groß, der McDonald's hier. Allerdings mal eben zum McDonald's, hat mal so anderthalb Stunden gedauert, das Ganze. Ja, der Weg war vielleicht 2 Minuten. Ja, also ich würde sagen, also ich muss ja nicht wieder hin. Das ist, auch wenn es Pizza hat, Pizza hat. Ja, Pizza gibt, meinst du? Ja, das, das ist der Scheiß. Oh, das ist so ein scheiß Drecksladen gewesen. Wirklich. Eigentlich hat es gar nichts geklappt. Wenn ich einen McDonald's in Flammen sehen möchte, dann den hier auf jeden Fall. Oha. Ich hätte eigentlich immer gesagt, Domsheide, Bremen ist auch übelster Drecksladen. Wird aber gerade renoviert jetzt übrigens. Hier, das ist so. Das war so scheiße. Ja, hier hat also gar nichts geklappt. Hast du da so ein trockenes Scheißbrötchen bekommen, nachdem du eine Stunde gewartet hast? Also, ich will hier weg. Ja, wir fahren jetzt wieder in unser Hotel. Das war mal so ein Erlebnis, war mal so eine Sache wert, hier mal gewesen zu sein. Aber wie gesagt, es bleibt ein einmaliges Erlebnis, für mich jedenfalls. Ja, reicht. Es wird doch schon gleich dunkel. Ist schon ein bisschen Abendstimmung hier angesagt in Orlando. So, was ungewöhnlich ist, laute Musik. Das haben wir hier sonst gar nicht. Wir hatten vielleicht mal die ein oder andere Auseinandersetzung, dass hier an einer anderen Tür jemand ganz dagegen tritt und schreit. Stupid bitch! Ja. Ich bin lieber ruhig, weil am Fahrstuhl, der vor uns ist, stehen schon Leute, die uns komisch angucken. Hier ist jetzt mal was los. Jetzt muss ich wieder aus. Schade. War richtig schön eigentlich. Mal was anderes. Oh ne, kommt noch ein neues Lied. Ja, keine Ahnung. Naja, ich stehe hier ungern an dem Geländer,
wo es in die Tiefe geht, mit Sachen in der Hand. Also würde ich jetzt gerne ins Zimmer. Und während im Hotel weiter gefeiert wurde, legten wir uns an diesem Abend erschöpft ins Bett, um etwas YouTube zu gucken. Ja, erholen konnten wir uns jedoch nicht. Nicht wegen der lauten Musik, sondern wegen dem, was jetzt kommt. Attention. Attention. An emergency has been reported. All occupants walk to the nearest stairway exit and walk down to your assigned re-entry floor or main lobby. Do not use the elevator. Walk to the nearest stairway. Do not use the elevator. Walk to the nearest stairway. Ja, ich höre mit meinen Kopfhörern, die eine so gute Geräuschunterdrückung haben, was mir aufgefallen ist, dass ich einen Alarm nicht höre. Zum Glück hatte Stefan im Zimmer, denn es ging Sirenen los und ja, wir sollen hier unsere Dinger verlassen. Was passiert ist, weiß ich nicht. Irgendein Notfall. Sehen kann man nichts. Man sieht nur, wie hier das Licht die ganze Zeit am Flashen ist. So, was war los? Natürlich gar nichts. Fehlalarm. Und jetzt brauche ich Stefan Schlüsselkarte. Naja, was soll ich sagen? Wir sind in unserem Zimmer schon zum zweiten Mal jetzt hochgeschreckt, weil hier zum zweiten Mal jetzt Feueralarm im Hotel stattfindet. Und was mich wundert, ja gut, wir jetzt auch nicht, die meisten Leute rennen gar nicht mehr nach unten, sondern die bleiben jetzt auch vor ihren Zimmern stehen, weil eben auch schon mal Fehlalarm war, angeblich. Entweder ist die Anlage kaputt hier, die den Brand meldet, kann ja auch mal sein, Fehlfunktion, oder hier ist irgendwie so ein Trottel, der hier immer den Feueralarm drückt. Muss man ja irgendwie auch lokalisieren können, sag ich mal, dass man also das rausfindet, von wo das denn herkommt, die Meldung. Aber wie man jetzt so sieht hier, kannst du mal runter zeigen, stehen hier alle auf ihren Balkonen, Haare frisch gemacht da oben, Handtuch noch im Kopf. Ja, ich glaube, wir können wieder ins Zimmer gehen, oder wir bleiben noch ein bisschen hier draußen stehen. Das Ding ist, das Licht muss ja hier irgendwas, da schon mal weg oder wieder. Hey, weil es ist langweilig die ganze Zeit, wenn das hier am Bimmeln ist. Man möchte halt auch ungern in ein Zimmer reingehen, weil wenn was passiert ist.